Servus Leute, bin ich wieder. Ich bin oft noch gefragt worden und jetzt habe ich endlich die Chance, das euch mal vorzustellen, und zwar das Glockfeldmesser. Ja, und ich bin mal gespannt, ob das auch was als Bushcraft-Messer taugt. Und ja, falls euch interessiert, bleibt da dran. Viel Spaß. Also Leute, wie gesagt, es geht heute um das Glockfeldmesser vom österreichischen Bundesheer. Ich bin oft nach dem Messer gefragt worden, ob ich es nicht mal vorstellen kann. Und ja, ich muss jetzt erstmal was dazu loswerden, und zwar der Kanal Buschkraft Bayerischer Wald. Der liebe Matthias hat mich nach meinem 500-Abo-Giveaway angeschrieben. Der hat es gelesen. Oder ich habe es halt im Video gesagt, dass ich schon so oft nach dem Messer gefragt worden bin, dass ich es aber leider nicht habe. Dass ich es gerne mal reviewen würde, aber es einfach nicht habe. Und er hat sich dann gleich dazu entschlossen, mich anzuschreiben über Instagram, und hat mir angeboten, mir das Messer doch mal auszuleihen für ein Review. Und fand ich klasse. Habe ich jetzt auch alles schon mal gesagt bei der unter 1000 Abo-Challenge, wo ich den Kanal getaggt habe. Aber ich bedanke mich trotzdem nochmal gern hier, also Matthias und der Markus, sein Kollege. Die zwei sind wirklich ganz sympathische Jungs, haben wirklich einen klasse Kanal, wo es halt um Bushcraft geht. Die hocke wirklich schön draußen, mache Biwak und zeige ihre Sache und so weiter. Habe jetzt gerade gestern oder vorgestern ein Gasgrill, ach, ich weiß nicht mehr, wie hieß er. Egal. Guckt einfach rein, den Kanal. Ich mache euch jetzt hier oben einen Link rein zum Kanal Buschkraft Bayerischer Wald. Und unten in der Videobeschreibung natürlich auch nochmal einen Link. Und Grüße von hier aus der Kurpfalz, aus Baden. Das wird immer so oft angeschrieben. Grüße in die Pfalz. Also Kurpfalz ist in Baden, aber egal, ist ja halb so schlimm. Und ja, Grüße an euch auf jeden Fall. Vielen Dank für das Messer. Ich freue mich richtig, dass ich es mal in der Hand habe, dass ich es mal reviewen kann. Eigentlich ist es auch überfällig, dass ich mir das Messer mal hole, weil, wie ihr wisst oder wie viele von euch wissen, ich bin ein riesen Glock-Fan. Und ich will hier jetzt nicht über das Sportschießen oder so irgendwas reden. Es geht hier um Messer. Aber Glock ist einfach eine Traditionsfirma. Und wenn man gerade mal, also Glock ist weltbekannt zum Beispiel für das Modell Glock 17. Das ist eine Dienstpistole, und die ist einfach, das ist so ziemlich die zuverlässigste Pistole, Dienstpistole der Welt. Die ist überall im Einsatz. Wie gesagt, es geht hier nicht um Sportschieße oder um Schusswaffe oder irgendwas, aber ich will einfach auf die Firma eingehen. Glock ist einfach eine Traditionsfirma, und ich finde es immer geil, wenn solche Firmen noch gibt. Ich würde es jetzt nicht vergleichen mit Victorinox, weil Victorinox ist ja wirklich die Messerfirma, wenn es um Taschenmesser geht und so. Aber Glock ist auf jeden Fall eine geile Firma. Ich bin ein riesiger Glock-Fan. Und die haben auch wirklich, die haben wirklich saugeiles Marketing. Die machen sehr viel Werbung. Die sind ja in den USA, sind ja die wirklich so präsent. Also die meisten Amis denken ja auch, Glock wäre eine US-amerikanische Firma. Aber die denken auch, BMW gehört ihnen und was weiß ich was. Aber egal, das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall freue ich mich, dass ich das Messer heute mal in der Hand habe. Und genau, ich zeige es euch einfach mal. Das kommt hier in dieser Polymerscheide. Und wir holen es mal raus. Dieses Messer hier ist jetzt das Modell, ich muss mal spicken, 81. Es gibt noch das Modell 78. Der Unterschied ist einfach hier dieser Sägerücken. Soviel ich weiß, ist das jetzt nicht das Modell vom Bundesheer, sondern das Modell 78, sprich ohne diese Sägezähne hier oben. Aber wenn ich da falsch liege, schreibt mal es in die Kommentare. Das ist das, was ich über das Messer weiß, und kann mich natürlich auch irren. Ja, zum Messer selbst. Da braucht man eigentlich nicht lang rumsprechen. Das ist ein Dolch. Und ein Dolch hat die Aufgabe zu spießen. Muss man einfach mal sagen, wie es ist. Das Messer wird auch auf gewisse Gewehre als Bajonett benutzt, gibt es die Möglichkeit dazu. Es ist aber auch so konzipiert worden, dass es als Arbeitsmesser eingesetzt werden kann. Sprich, es hat eine gewisse Materialdicke,
Es ist wirklich, es ist fest verbaut alles, also man kann es auch als Werkzeug nehmen zum Grabe etc. Ich will heute einfach mal kurz testen, ob es auch zum Bushcraften taugt. Ja, wahrscheinlich nicht. Also jedes Messer taugt zum Bushcraft, aber es ist jetzt kein Bushcraft-Messer, klar. Es ist ein militärisches Messer, es ist ein Dolch im Prinzip und das ist einfach, ja, hat eine andere Aufgabe, sagen wir es mal so. Auf jeden Fall, das Messer an für sich. Ich komme mal ein bisschen näher, dann kann ich euch mal die genaue Date zeigen. Also das Messer, es hat eine Gesamtlänge von 29 cm ungefähr. Also das ist schon recht groß, muss ich sagen. Die Klingenlänge hat allein 16, 17 cm. Und die Klingenstärke sind wir ungefähr bei 5 mm. Also das ist schon ein Riesenbrocken, sage ich jetzt mal. Trotz der Größe wiegt das Messer eigentlich wirklich nicht viel. Das sind knapp über 200 Gramm. Ich glaube 206 Gramm oder so irgendwas war das. Dem ist auch viel geschuldet hier der Griff. Das ist ein Polymergriff. Und das ist im Prinzip ist das genau dasselbe Kunststoff, sage ich jetzt mal, wie er auch bei der Glock 17 oder bei der Glock Pistole an für sich zum Einsatz kommt. Und deswegen, wer zum Beispiel schon mal mit einer Glock geschossen hat, der weiß, die wiege nichts, die Pistole. So ist es auch bei dem Griff hier. Das nimmt einfach sehr viel Gewicht weg. Wenn man mal so eine Glock 17 zum Beispiel in der Hand hat und da ist kein Magazin drin, also sprich keine Munition, da denkt man wirklich, man hat eine Spielzeugpistole in der Hand, weil die wiegt wirklich gar nichts. Die hat natürlich oben das Lager, der Lauf und alles ist natürlich aus Metall, aber aus Stahl, aber wie gesagt, der Rest ist eigentlich alles dieser Kunststoff hier. Und das nimmt halt auch bei dem Messer hier einen Haufen Gewicht weg. Der Erl geht so viel, ich weiß hier, ich meine so zwei Drittel rein ungefähr. Und es langt aber auch bei dem Messer. Ja, und sie ist halt doch recht, also sie ist nicht dünn, sie hat 5 mm die Klinge, habe ich ja gerade gesagt. Aber sie ist halt nicht recht hoch, sage ich jetzt mal. Ja, wie gesagt, 205 Gramm oder 206 Gramm, also es ist wirklich ein Leichtgewicht für diese Länge. Was man natürlich auch dazu sagen muss, 16,5 cm sind es, glaube ich, 16, 17 cm. Nicht Paragraph 42 Akkonform. Ist zu lang. Oh Gott, ich meine, die Grenze liegt bei 12 cm in Deutschland. Also bei feststehenden Messer muss die Klinge, meine ich, unter 12 cm sein. Ansonsten dürfte das auf jeden Fall nicht führen. Aber wie gesagt, das ist keine Rechtsberatung hier oder so, falls ich was Falsches sage. Ja, ihr müsst euch immer selbst informieren. Auf jeden Fall, dieses Messer ist nicht § 42 A-konform. Das ist sicher, das kann ich euch versprechen. Ja, aber mit so einem militärischen Messer sollte man auch an für sich nicht rumlaufen. Also ich finde auch, selbst wenn es jetzt wirklich kürzer wäre, es wäre § 42 A-konform, wenn da mit so einem Messer kontrolliert wird, dann kommt ein Erklärungsnöte, das ist ganz klar. Selbst wenn es die Maße einhalten wird. Also da muss jeder ein bisschen der gesunde Menschenverstand einschalten. Wir wollen mal schauen, was das Messer kann. Als erstes würde ich mal, also man sieht schon, es ist gebraucht worden. Es wird gebraucht vom Matthias und vom Markus. Also es ist ein Matthias sein, soviel ich weiß. Er ist ja Österreicher und er hat mir geschrieben, es ist also wirklich eine Pflicht, dass er das Messer besitzt. Ne? Und er war ja auch beim Bundesheer. Schauen wir mal. Dem Flachschliff. Flachschliff. Ja, also es schnitzt schon ordentlich. Was mich jetzt gleich ein bisschen stört, ist hier das Sägerücken, wenn ich hier meinen Daumen drauflegen will. Aber es schnitzt schon ordentlich. Man rutscht also ein bisschen, je nachdem wie man es hält. Aber das tut schon ordentlich schnitzen, keine Frage. Kann man auch damit einigermaßen. So, Toning arbeite. Ah, komm. Probieren wir es mal. Haben wir was zum Draufhauen noch? Was gescheit's? Schauen wir mal schnell Holzbrocken mal wieder.
ist leider ein bisschen morsch. Schauen wir mal. Ja. So, bis es mal drin ist, die ersten zwei, drei Schläge, aber wenn es dann drin ist. Okay. Hätte ich jetzt so nicht gedacht, wenn ich ehrlich bin. Einwandfrei. Ja, der Anschliff ist ein bisschen mal rutscht ein bisschen. Der Winkel ist etwas gewöhnungsbedürftig, finde ich jetzt. Aber wenn ihr den Winkel richtig habt, aller Freund, ja, dann geht's gut ab, muss ich sagen. Dann geht's gut ab. Doch, kann was. Also ich hätte jetzt persönlich ehrlich gesagt gedacht, dass es jetzt nicht so der Reißer ist im Outdoor. Also ich sag mal so bei fürs Bushcraft oder so. Aber es ist durchaus tauglich. Gut, das Holz ist jetzt auch nicht gerade das Mörderholz, aber es ist auf jeden Fall hart, also es ist nichts Morsches dabei oder so. Ich habe vorher so einen schönen harten Brock gehabt, aber den habe ich komplett verklopft. Also wie gesagt, so die ersten zwei, drei Schläge, bis man mal drin ist im Holz, sind ein bisschen mühsam, aber wenn man drin ist, hat es eigentlich eine ganz gute Spaltkraft, muss ich sagen. Der Winkel ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, finde ich. Aber wie gesagt, wenn man hat, schnitzt es richtig gut. Ja, eigentlich nicht verkehrt. Das Sägerücken. So, ne, da brauchen wir eigentlich gar nicht anfangen. So. Also das ist jetzt hier relativ morsches Holz. Das ist wirklich, ja. Und das habe ich jetzt gerade hier gesägt, das Stückel hier. Seht ihr das überhaupt? Also das ist mehr so eine Raspel, das ist auch viel zu breit, finde ich. Man darf aber auch eins nicht vergessen. Bei diese ganzen militärischen Messer, Rambo-Messer etc. mit diesem Sägerücken. Also das hier zum Beispiel, das ist nicht zum Holzsäge. Das ist keine Holzsäge. Viele Leute sagen dann immer, oh, das Messer ist gut, aber die Säge ist scheiße. Das ist keine Säge. Also für mich zumindest nicht. Ich glaube auch nicht, dass es als Säge konzipiert ist. Was ihr damit gut machen könnt, sind zum Beispiel Autoscheibe. Rst, einmal auskratzen sozusagen. Ihr könntet auch hier ein Zunder könntet auch, euch auch gut reiben. Oder einfach als Serrations, so als Ersatz benutzen. Aber zum Holzsäge ist das einfach nicht konzipiert. Ich glaube wirklich, also ich habe schon oft so gesehen bei militärischen Messern, dass die gerade für Autoscheiben und so als Rettungsmesser, sage ich mal fast, dass man hier richtig schön die Auto, da kann der Glas mit Säge so im Prinzip, dass da hier durchkommt oder so Fenster und so. Und im militärischen Bereich macht das vielleicht Sinn, ich weiß es nicht. Im zivilen Bereich jetzt eher nicht.
Wo hat man das mal schön gesehen? Ich glaube, das war ein Schmiedeglutmesser. Das neue. Aber egal, geht ja jetzt um das Messer. Wie gesagt, es ist auf jeden Fall nicht als Säge konzipiert und deswegen ist das auch nicht schlimm, wenn das nicht als Säge funktioniert richtig. Was ich aber allerdings blöd finde, ist die Daumenauflage. Da stört es mich ungemein. Wie gesagt, es ist ja auch das Modell 81 mit dem Sägerücken und das Modell 78 war nämlich auch das Baujahr von dem Messer, also seit 1978 gibt es das Messer, also jetzt schon etwas mehr als 30 Jahre. Ist älter wie ich, krass. Und also ich finde halt ohne den Sägerücken wäre es ein bisschen einfacher zu benutzen, aber es geht trotzdem, also wie gesagt, es ist ja keine scharfe Säge. Fazit. Ja, hier oben ist übrigens noch ein Kapselheber, würde ich jetzt mal behaupten. Ist vielleicht auch für die Bajonetthalterung, ich weiß es nicht. Fazit auf jeden Fall, Messer ist, das Glockfeldmesser ist geil, keine Frage, aber auch nur, weil ich ein riesen Glock-Fan bin. Der Griff, dieses Polymer, lecker, Mücke gegessen. Dieser Polymerkunststoff, wie gesagt, ich kenne den von der Glock 17 und das ist einfach ein richtig geiles Material, es ist schön leicht, es ist aber extrem robust, es fühlt sich gut an, es hat Grip, also wirklich, das ist nicht so wie viele Leute immer sagen, oh, Glock, billig, plastisch, was weiß ich, absolut nicht, ihr müsst die Dinger in die Hand nehmen, bevor ihr darüber urteilt. Das ist ja, ich will jetzt nicht schon wieder auf Schusswaffe auf das Thema kommen, aber das ist ja auch bei Sportschützen ist das immer so ein großes Thema. Die Glockpistole, entweder man hasst sie oder man liebt sie. Die eine sage genau deswegen zum Beispiel Plastikschrott und können nichts, sind nicht präzise genug, der Abzug ist eine Katastrophe. Ist alles so nicht ganz richtig, ist alles nur die halbe Wahrheit. Eine Glock 17 zum Beispiel ist einfach eine Dienstpistole, die muss leicht sein, weil die ist zum Führen gemacht. Für Militär und Militärstreitkräfte und Polizei, die ist ja zum Führer gemacht. Das heißt, die muss ja leicht sein. Das kann ja kein Vollstahl sein, das wäre ja Quatsch, wäre das. Natürlich, das Gewicht beeinflusst die Präzision und alles und so. Und das ist der Abzug, ist bei einer Glock auch, könnt ihr auch nicht vergleichen mit einer anderen, mit einer Sportpistole oder so. Weil der Abzug von einer Sportpistole, der macht Klick. Und der Abzug von einer Glock, zum Beispiel von einer Glock 17, der macht, da zieht ihr, ich glaube, 2 Kilo oder so irgendwas. Und das ist einfach, das ist ja wegen der Sicherheit. Ein Schuss soll sich ja nicht lösen, da geht es ja um Sicherheit. Und das ist keine Sportpistole und fertig. Aber ich sage auch dazu, ich will jetzt nicht so viel hier über die Glock 17 schwitzen, aber nur, dass ihr das einschätzen könnt, was auch hier mit diesem Griff hier los ist. Wenn man mit einer Glock 17 schießen lernt, dann kann man mit jeder Pistole schießen lernen. Das ist meine volle Überzeugung. So. Deswegen alle, wo immer über Glock schelde, billiges Plastik und so, erst ausprobieren und dann schwätze drüber. Ganz ehrlich, meine persönliche Meinung. Und so wird es wahrscheinlich mit dem Messer hier auch viele Leute gehen. Billiger Plastikgriff und so. Und das stimmt nicht. Der Griff ist geil. Der ist wirklich geil. Da haben die sich was gedacht dabei, dass der rund ist, dass der die Knubbel hat und was weiß ich. Und dieser Polymerkunststoff, der kann was. Der kann richtig was. Ich könnte jetzt, mach das nicht, weil es nicht mein Messer ist, aber ich wette meinen Arsch drauf, ich könnte jetzt mit einem Holz hier auf dem Griff rumschlagen und dem Griff wird nichts passieren. Wette ich meinen Arsch drauf. Aber mache ich natürlich nicht. So, jetzt habe ich wieder viel zu weit ausgeholt, ich weiß. Ist das Messer was fürs Bushcrafter? Das beste Messer ist immer das, wo ihr dabei habt. Ist ganz klare Regel. Allerdings sage ich jetzt mal einfach, dieses Messer ist nicht fürs Bushcrafter gemacht. Das ist ein Dolch, ganz klar. Das ist fürs Militärische gemacht. Und ganz klar, die Tatsache allein schon, es ist nicht § 42a konform, es ist einfach zu lang. Viele Leute sagen, sie wollen zum Bushcraft ein großes Messer und so. Wenn dann aber schon so ein großes Messer, dann muss auch ordentlich Gewicht dahinter sein, dass man richtig mit hacken kann. So wie mein Hukari zum Beispiel, das wiegt ja das Dreifache von dem Messer hier, würde ich mal sagen. Oder einfach halt eine größere Klinge oder so. Also die Länge an für sich, die bringt euch nicht viel, wenn ihr nicht das nötige Gewicht dazu habt. Deswegen, es ist kein Bushcraft-Messer, also für mich persönlich nicht. Das ist jetzt, auch wenn es jetzt legal zu führen wäre, für mich wäre das jetzt kein Messer, wo ich mitnehme in den Wald. Da gibt es wesentlich bessere. Man muss halt auch dazu sagen, das Messer kriegt ihr teilweise für 30 Euro, also
ganz ehrlich, für 30 Euro ist das ein Top-Messer. Aber es wird zweckentfremdet. Wenn man sich jetzt ein Bushcraft-Messer holen will, dann holt man sich kein Glockfeldmesser. Punkt. Das ist meine Meinung und fertig. Trotzdem finde ich das Messer geil und es ist auch ein gutes Messer. Und ihr habt es auch gerade gesehen, das kann auch was. Ja, ist aber nur meine Einschätzung, ganz ehrlich. Ja, mich hat es jetzt überrascht, weil ich habe es halt wirklich das erste Mal in der Hand gehabt. Und ich bin davon ausgegangen, dass es halt für so Outdoor-Aktivitäten nichts ist, aber überhaupt nichts. Ich wurde zum eines Besseren belehrt, was mich aber freut, weil wie gesagt, ich bin ein riesen Glock-Fan. Und irgendwann kommt das Teil auch mal in meine Sammlung, ganz klar. Ja, ich bin froh, dass ich es zeigen durfte. Matthias, Markus, vielen Dank dafür. Hat mich gefreut. Gebt da mal Bescheid, ob ich euch irgendwas Gutes tun kann. Vielleicht kann ich euch irgendwas Schönes schicken, zum Beispiel mein Saki 2.0 oder so. Aber meldet euch einfach mal bei mir, bevor ich es zurückschicke. Und schaut auf jeden Fall bei den Jungs im Kanal rein. Sind wirklich zwei ganz sympathische, machen geile Videos. Ihr habt immer was zu lachen, wenn ihr denen zwei zuschaut. Die machen es wirklich richtig gut. Gefällt mir richtig gut. Ja, ansonsten soll es das gewesen sein. Ich pack's jetzt wieder weg. Und Daumen hoch, falls euch gefallen hat. Ein Abo, wenn ihr noch keins habt, wenn ihr vielleicht das erste Mal hier seid. Wenn dann Abo drückt, ganz wichtig ist dann auch die Glocke, dass ihr Benachrichtigungen bekommt, wenn ich was Neues hochlade oder so. Und schreibt mir doch gerne mal nette Kommentare dazu, was ihr von dem Messer haltet oder von Glock an für sich. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.